Aber der arbeitet von da hinten. Sehr komisch. Item Collector. Da und da auch nochmal. Wenn es denn überhaupt mehr bringt, wenn mehr in einem Gebiet sind. Das weiß ich auch nicht. Ist auch nicht wirklich super dokumentiert oder so. Hm. Oh, Kohle. Kohle hält, aber wir sollten jetzt demnächst noch so einen Super Drill bauen. Da fehlen mir Steine für. Bitte bring mir Stein. Dann baue ich noch einen davon. Den setze ich hier hin. Und lasse dann das Ding da voll machen. Wobei ich wirklich aufpassen soll. Ich kann so schnell so viel Strom jetzt verbrauchen durch solche Sachen. Und es läuft zwar gut, aber ja, hat alles seine Grenzen. Habe ich jetzt Stein? Da kommt Stein. Gut. Ich hätte gerne... Na komm, den da. Der kommt dann hier wahrscheinlich hin, damit das Fitzelchen abgebaut wird. Hm, die Kiste wird sich eh tierisch schnell füllen. Ja, ist okay. Achso, du brauchst eine Weile. Was mache ich denn jetzt noch? Die Turmanlage. Bau das mal hier ab. Die Turmanlage kommt wieder nach unten. Oh, ich habe wieder ganz viele Roboter eingesammelt. So, Turmanlage kommt wieder nach unten. Die Roboports werden dem Muster angepasst, wie es sich gehört. Und dann habe ich hier drinnen auch wieder mehr Platz. Und der Drill ist gleich fertig. Was haben wir hier eigentlich Schönes drin? Silber, Tungsten. Hier, kannst du noch mehr Tungsten haben. Weg, weg, weg. So. Lasertürme. Komisches Flammenwerferzeug. Uralten Roboter. So, du kommst dahin. Und ich glaube, du bekommst einfach gar nichts. Weil das sind 28.000, die da reinpassen. Hier drin sind gerade mal 12. Ja, also der könnte eine komplette Kiste füllen, nur mit dem Bereich da. Und hat dann noch den und den. Wobei ich muss dran denken, ja komm, du bekommst doch Proteinsysteme. Weil ich muss dran denken, er muss ja auch noch die ganze Basis versorgen mit Kohle. Und ich würde ungern jetzt noch einen Außenposten bauen, nur für Kohle. Weil er wäre irgendwo da hinten. Das wäre nicht so toll. So, Laser Turret Damage ist schon wieder aufgestuft. Das heißt, wir machen jetzt noch weniger Stromverbrauch mit den stinknormalen Türmen. Das ist sehr, sehr schön. Oh. Hihihi. Wir kriegen ein Electric Mining Drill 4. Mining Area 11x11. Also ja, wir könnten richtig schnell später die Erze und so weiter abbauen. Was mir aber eigentlich wichtiger wäre, wäre noch effektivere Schmelzen. Nee. Ich glaube, ich sollte doch langsam auf die umsteigen, sonst habe ich irgendwann keinen Platz mehr. Aber ja, das mit den lila Dingern ist doof. Weil die bräuchten halt das andere Rubber. Muss ich gleich mal gucken. Also Damage Upgrade könnte ich machen, aber sehe ich nicht mehr ganz so viel Sinn drin. Noch schnellere Roboter. Kostet mal eben 1000. Wären dann aber noch schneller, hätten noch größere Batterie und könnten noch mehr auf einmal tragen. Und wir hätten noch bessere Kisten. Klingt gut. Klingt echt gut. Haben wir irgendwo was, was diese Kriegssachen braucht? Das verstehe ich nicht ganz. Naja, es braucht immer nur bessere davon. Also wir haben doch extra diese War Science Packs. Aber ich sehe nichts, was ich mit den War Science Packs bauen könnte. Nö. Hier mache ich einen Sprung von Technologie auf Advanced. Und Advanced können wir noch nicht. Also ich könnte jetzt Advanced erforschen. Das wird wohl am meisten Sinn machen, hm? Lab Efficiency? Noch mehr Speed? Ja doch, mach mal. Ist relativ günstig, ist schnell erforscht. Können sich später rentieren. So, also Kohle haben wir, das haben wir. Munition ist noch bei 4 Magazinen. Ist also noch okay.
Ich würde eigentlich ganz gerne das hier auch noch zumachen. Nö. Eigentlich würde ich ganz gerne die gesamte Kohle da abbauen. Alles in irgendwelche Kisten tun. Nicht unbedingt die da, sondern irgendwo ganz hinten. Und dann das gesamte Ding hier abreißen und hier ein kleines Fitzelchen an Mauer machen. Weil ich dann 200 Türme oder so einspare. Das würde ich gerne, ja. Aber bis die Kohle abgebaut, dauert das. Ich könnte natürlich noch mehr davon bauen, aber... Nee. Ja, so mit Strom sieht gar nicht so toll aus. Mach hier schon mal zu. Wir haben ja gelernt, dass wir schon genug Kupfer haben. Zu. Komischerweise werde ich nicht mehr beliefert mit den besseren Akkus. Das irritiert mich gerade ein wenig. Das heißt, da fehlt irgendwas. Laufen wir aber mal hin. Da. Batterien. Oh, ich hab was? Auch nicht schon wieder. Batterien sind immer ein Problem. Hier. Was fehlt euch jetzt schon wieder? Schwefelsäure. Es ist keine Schwefelsäure da, weil kein Petroleum da ist. Habe ich Petroleum noch irgendwo? Ja, hier. Petroleum zum Brennstoff. Das sollte ich wegmachen. Du, stopp. Gut. Leichtöltanks füllen sich. Wie sehen die Schweröltanks aus? Nicht so gut. Ja, ihr arbeitet. Obwohl. Ich warte jetzt, bis Lab Efficiency 3 durch ist. Dann ersetze ich die Pump. Da ist noch einer dabei? Nee, wo ist der bessere Pumpjack? Da, Pumpjack MK3 sogar. Gib mir die. Viele. Dann setze ich jetzt die MK3er dahin, um sicherzustellen, dass wir endgültig und für alle Zeiten genug Öl haben. Weil das hatte ich schon mal gesagt. Permanente Lösung und so. Das ist 40 Folgen her, glaube ich. Dass wir uns nie wieder Gedanken machen müssen über Öl. Was nicht stimmt. Weil wir halt doch ziemlich viel mehr Öl verbrauchen, als ich angenommen hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, also da haben wir sogar noch einer, da haben wir noch einer. Sollte vielleicht echt erstmal alle auf 2 bringen, bevor ich jetzt schon mit 3 rumhub. Ja, mach mal, brech die mal ab. Bau bitte die 2er. Geht auch einen Tick schneller. Stahl kommt an. Die Leichen wurden weggeputzt. Das ist sehr schön. Also ja, sie funktionieren, aber sie funktionieren nicht, wenn man zuguckt. Sie sind ein bisschen schüchtern. Da müssen wir aufpassen. Nur mal so als Hobby nebenbei. Haben wir schon lange nicht mehr machen müssen. Und sonst kriegen wir auch nicht wirklich Holz ins System, fällt mir gerade auf. Das könnten wir irgendwann auch machen. Wir ziehen einfach raus und vernichten komplette Wälder. Nur um in unser Lagersystem ein bisschen Holz einzulagern. Der Planet muss sowas von kaputt aussehen später. Aber sei es drum. Wir haben den ersten Pumpjack fertig. Du. Was? Kann dich nicht drüber bauen. Ne, okay. 0,3. 0,3. Speed plus 240%. Du schneller. Du bist auch nur MK1. Nee, komm, MK1 nicht. Sehr gut. Was wollte ich jetzt noch erforschen? Ich wollte warten, bis Lab Efficiency durch ist und dann die besseren Pumpjacks. Aber die habe ich ja schon. 3 erreichen auf jeden Fall. Das sind ja teilweise noch einer und die haben alle keine Module und das ist okay. Big Size Chest, nee. Noch bessere Akkus, nee. Die, nee. Weißt du was? Du machst jetzt das da. Damit wir gleich die Advanced Science Packs von Dytek erforschen können und damit rumspielen. So, ist noch einer von denen fertig? Da, 2er. Du bist schon 2er? Nein, du bist ein 1er. 2er, du
Du weg, du hin. Speedmodule. Rohre werden trotzdem nicht voll, das ist krass. Oh, hoffentlich füllen sich die Tanks dafür wenigstens ein bisschen. So, du bist ein Zweier, du hast uralt Speedmodule drin. Du bist ein Zweier, hast auch uralt Speedmodule drin. Du hast Produktivitätsmodule drin. TF. Ich glaube, ich hatte einfach nicht genug Speedmodule zu dem Zeitpunkt. Achso, hier war ich schon. Du hast gar nichts drin. Du bist MK1. So. MK2. MK1, komm, fertig machen. Hier. Und wo bist du? Was? Warum habe ich jetzt drei MK1? Achso, was sind die, die ich aufgesammelt habe? Ja, gut. Komm, go, 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 go. Ich will nach oben gucken und sehen, dass die Öltanks inzwischen voll sind. Komm. Da, zwei. So, und Speed. Was sagt die Leitung? Die Leitung ist langsam voller als vorher. Und die Tanks füllen sich. Nicht so schnell, wie ich erwartet hätte, aber sie füllen sich. Und die sind durchgehend am Arbeiten. Sehr gut. Du kriegst mal hier. Oh. Haben nicht genug davon. So. Jetzt füllt sich das hoffentlich alles. Schweröl ist okay. Leichtöl geht so. Ich sollte vielleicht doch die besseren Tanks erforschen. Gerade hierfür. Weil hier ist es sehr wichtig bei den Flüssigkeiten, dass nichts sich komplett staut. Weil sobald es sich komplett staut, wird kein Öl mehr weiterverarbeitet. Also hier überall Dreier-Tanks, da hätte ich eine Weile Ruhe. Also mal schauen. So, du kannst weg. Komische Restposten hier können weg. Du kannst weg. Das, genau, die Plastikgeschichte haben wir auch schon anderweitig optimisiert. So, Batterien laufen jetzt hoffentlich durchgehend. Schwefelsäure? Nö. Stimmt, in den Kommentaren wurde irgendwas geschrieben von wegen Schwefelfabrik. Dass ich eine Schwefelfabrik genau über die Schwefelfabrik gebaut habe? Genau daneben. Bist du etwa auch für Schwefel? Du warst mal für Schwefel, ne? Ja gut, das ist nicht so schlimm. Hauptsache es ist immer nur eine zur Zeit aktiv. So, du... Oh. Wir haben nicht mal wirklich Schwefel. Boah, ist das ein Kabelsalat hier. Du. Woran hapert's? Am Schwefel. Du musst besser arbeiten. Okay. Schwefel kommt, Schwefel wird verarbeitet. Zu langsam. Ja, besser. Petroleumgas kommt auch. Alles noch so ultra low-tech. Alles ohne Module und so Zeug. Die sind schon besser. Ja, du müsstest auch besser sein. Ihr braucht alle auch noch die 7er Produktivitätsmodule. Aber es geht langsam. Es geht aufwärts. Was macht ihr? Momentan gar nichts. Ihr habt mir irgendwas zu irgendwas... Oh nein! Do! Die haben, glaube ich, mal Schweröl zu Leichtöl verarbeitet, weil ich schon mal so einen Engpass hatte. Ja gut, dass ich alles doppelt baue und so, ne? Ich sag ja, das muss alles weg. Oben die Flüssiganlage muss alles weg und ich muss es irgendwo anders in kompakterer, geordneter Form neu aufbauen. Was mir jetzt allerdings erstmal wichtig ist, dass die Batterien wieder durchgehend produziert werden. Das schaut ja soweit gut aus. Kann ich dich? Ja, hier. Und ich muss unbedingt... Also, nächste Folge. Produktivitätsmodule hier alle so anschließen, dass die wieder regelmäßig produziert werden. 4 Stück habe ich da schon mal. Die setze ich jetzt da hinten rein, damit ich das nicht vergesse.
aber nächste Folge das da anwerfen und die ganzen anderen Module vielleicht auch mal. Also primär Ärmchen setzen, Rezepte setzen und dann ist gut. Also wo haue ich die da am besten rein? Wir haben argen Mangel, was Schwefel angeht. Also du raus, du rein. Ist schon mal produktiver. Du, die raus, die rein. Also sollten wir jetzt wieder mehr Schwefelsäure haben. Also haben wir dann zwei Batteriefabriken, die hoffentlich durchgehend laufen. Genug Batterien und dementsprechend auch genug andere Sachen, die von Batterien abhängig sind. Gott, und ich habe eh zu viele im Inventar, also kann die da auch mit rein. Schön. Also abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.